Servus aus der Langbräu bei Hashtag Frag den Braumeister. Mein Name ist Richard Hopf. Wir haben heute zum Thema die Durchlaufkühlerreinigung mit dem Profiset unterteilt in mechanische Reinigung und chemische Reinigung. Ja, wir starten jetzt mit unserem Topmodell Lindre 25K. Das K steht für eingebauten Kompressor. Das heißt, wir brauchen hier keine CO2. Wir haben hier ein kompaktes Gerät und gehen jetzt über das zu reinigen. Mache ich jetzt vor. Es ist folgendermaßen, wir empfehlen die Reinigung circa einmal im Monat, mechanisch und chemisch. Fängt damit an, dass ich hier den Zapfhahn abschraube. Hier ist der Kompensator verbaut. Den werde ich rausnehmen, indem ich die seitliche Schraube löse. Ziehe das raus. Kompensator draußen, seitliche Schraube wieder ran. Und dann werden wir das einfach wieder hier vorne montieren. Damit sind wir vorbereitet. Wir nehmen die Bierleitung. Wir haben hier einen Wiederverschlusshaken. Da kann ich die Bierleitung hier oben rausziehen aus dem Zapfhahn. Im Profiset enthalten sind die Reinigungsschwämmchen. Ich drücke den Reinigungsschwamm hier vorne in den Bierschlauch, danach wieder auf den Zapfkopf mit dem Schnellverschluss, ganz praktisch, indem ich nur einmal den Schlauch reinklipsen muss. Ja, dann sind wir vorbereitet. Wir gehen jetzt also her mit unserem Reinigungsfass, wo jetzt lediglich Wasser drin ist. Zapft den an, bis es einrastet. Und dann können wir also hergehen, wenn sich Druck aufgebaut hat durch den Kompressor, einfach wie beim Bierzapfen den Hahn öffnen. Und dann drückt die Kugel, das Schwammkügelchen, durch die Bierleitung durch, durch den ganzen Kühler durch und löst also Biofilme und Beläge. Jetzt kommt das Wasser. Jetzt hat es also auch das Kügelchen durchgestoßen. Wir zapfen wieder ab. Ich druckentlaste die Leitung. Und jetzt haben wir also, wenn ich den Zapfhahn abschraube, das Schwammkügelchen hier vorne innen drin. Und den Vorgang kann man also auch beliebig wiederholen. Ich empfehle so circa 2-3 Mal. Dann ist die Leitung auf jeden Fall durchgespült. Man kann es auch hier kontrollieren in dem durchsichtigen, transparenten Schlauch, wie die Beläge sich verhalten. Ja, das war's zur mechanischen Reinigung. Was die Bierleitung anbetrifft, wir haben jetzt hier den Zapfhahn, den wir jetzt also auch mit den Bürsten, die im Reinigungsset dabei sind, mechanisch reinigen. Funktioniert folgendermaßen: Wir zerlegen alle Verschraubungen, das heißt die Verschraubung für den Kompensator. Wir zerlegen den Zapfhahn, indem wir hier vorne mit einem Stützschraubenzieher die Arretierungsschraube rausdrehen. Das ist einmal die Schraube, dahinter befindet sich die Feder und jetzt können wir den Betätigungshebel oben rausschrauben und dann haben wir hier den eigentlichen Verschließbolzen aus dem Zapfhahn, den wir rausnehmen. Jetzt haben wir alle Teile zerlegt und wir gehen jetzt her. Ich empfehle lauwarmes Wasser mit etwas Spülmittel, wo wir dann die Teile durchbürsteln. Wir haben hier die mitgelieferte große Bürste, wo ich das Gehäuse für den Zapfhahn ordentlich durchbürste. Wir gehen in jede Öffnung rein. Die kleinere Bürste wäre dann für den Auslaufhahn. Und man kann das dann immer wieder mal ausspülen. Vielleicht
ganz hartnäckigen Fällen empfehlen wir auch, das vorher mal einzulegen, einzuweichen. Hängt auch davon ab, wie lange der Kühler schon unbenutzt gestanden war. Ja, wir bürsten jetzt alle produktberührenden Teile ab. Die Feder, die Schraube und dann den Innenleben, den Bolzen. Hier ist erfahrungsgemäß die Verschmutzung nach längerer Standzeit am höchsten. Ja, nachdem alle Teile abgebürstet sind, bauen wir diese wieder zusammen. Ich nehme also wieder das Gehäuse, schiebe den Verschlussbolzen rein, durch den Griff drauf, danach wieder die Feder rein, die Schraube drauf. Hier kann man übrigens also auch den Widerstand einstellen. Je mehr ich die Schraube anziehe, desto größer ist der Federwiderstand. Hat damit was zu tun, dass der Zapfhahn dann wieder in seine Ausgangsstellung zurückschlägt. Den Kompensator stecke ich rein, arretiere ihn durch die seitliche Schraube und dann haben wir den Zapfhahn einmal komplett auseinandergebaut und gereinigt. Fehlt noch der Zapfkopf. Wir lösen über die Schnellverspanner die Schläuche. Die kann man also nicht verwechseln, weil die Durchmesser dementsprechend unterschiedlich sind. Wir haben hier die Aufsätze für die Schläuche, die wir ganz einfach runterschrauben. Dann haben wir hier den Verriegelungsbolzen für den Hebel. Den kann man aufklappen. Bolzen raus, Hebel raus. Und jetzt schiebe ich einfach, Dichtung nicht vergessen, danach schiebe ich einfach diesen kompletten inneren Hebel aus dem Gehäuse raus, ziehe die Lichtung ab. Jetzt haben wir hier in der Mitte noch das Kügelchen, das als Rückschlagventil fungiert. Das können wir hier oben mit unserer Bürste ganz einfach rausdrücken. Wir haben hier die Arretierung für die Kugel und die Rückschlagkugel. Da haben wir alle Teile zerlegt. Wir werden jetzt wie beim Zapfkopf alle Teile mit der Bürste reinigen. Ich empfehle hier wieder auch das lauwarme Wasser. Dann haben wir das Gehäuse selber. Auch hier im Bedarfsfall, wenn was eingetrocknet sein sollte, einfach aufweichen lassen. Die Dichtung. Dann haben wir die Kugel an und für sich. Und die Rückschlageinheit. Alles schön gewissenhaft abschrubben. Dann haben wir die Verbindungsstücke zum Schlauch. Auch durchbürsten von jeder Seite. In der CO2-Leitung ist im Regelfall keine Verschmutzung. Aber wenn wir schon offen haben, reinigen wir alles. Jetzt haben wir den zerlegten, gereinigten Zapfkopf vor uns. Wir bauen ihn wieder zusammen.
Ich fange an bei der Bierleitung. Wir werden hier als erstes die Rückschlagkugel einführen, danach die Arretierung für die Kugel. Das Ganze versehen wir wieder mit der Dichtung und dann gehen wir wieder in das Gehäuse rein. Die Dichtung hat hier eine Führungsnut, wo wir die wieder reinpressen. Danach werden wir also die Verschraubung wieder drauf machen. Der größere Durchmesser ist für die Bierleitung und der kleinere Durchmesser für die CO2-Leitung. Danach den Hebel wieder einführen und den Verschlussbolzen wieder reinstecken. Und fertig ist der Zapfkopf. Danach schließen wir wieder alles an der Leitung an. Wie gesagt, man kann es nicht verwechseln, indem der Durchmesser anderer ist. Den Zapfhahn steckt man wieder ran. Beim Ranstecken darauf achten, dass der Kondensator ganz in den Hahn eingefahren ist. Schrauben das wieder ran. Und dann haben wir hier den mitgelieferten Hebel, wo man das Ganze dann also anziehen kann. So, jetzt ist der Betrieb wieder gewährleistet. Jetzt ist das Gerät wieder betriebsbereit. Und dann gehen wir in die chemische Reinigung über. Wir haben also jetzt alles mechanisch gereinigt. Und jetzt folgt die chemische Reinigung. Wir haben hier in dem Reinigungsprofiset enthaltene Reinigungsfass. Hier Druck entlasten. Dann kann ich das aufschrauben. Ich habe jetzt noch lauwarmes Wasser vom Spülen in dem Fässchen drin. Ich empfehle ca. 1,5 Liter. 1 Liter passt ins Gerät und 1,5 Liter zum Spülen. Ja, Sicherheit geht vor, wir haben nur ein paar Augen. Dann haben wir hier unsere mitgelieferte Reinigungsflüssigkeit. Übrigens, die kann man auch hier ab Brauerei wieder käuflich erwerben. Ich gebe ca. ein Stamperl in die 1,5 Liter rein, schraube das Fässchen wieder zu. So, jetzt zapfen wir unser Reinigungsfass an, schieben den Zapfkopf drüber, drücken nach unten, schalten den Kompressor ein. Jetzt baut sich der Druck im Fass auf und wir können dann hier vorne unseren Zapfhahn öffnen und die Reinigungsflüssigkeit wird durch das Gerät gedrückt. Wichtig ist dabei, dass wir auch hier den vorderen Bereich spülen, indem wir unten mit dem Finger verschließen und die Schaumtaste betätigen. Jetzt spritzt also auch hier vorne der Zwischenbereich durch. Ja, die Reinigungsflüssigkeit lassen wir jetzt 20 Minuten in dem Gerät stehen. Es ist eine Edelstahlleitung, das heißt, es kann auch gar nichts passieren. Und nach der Einwirkzeit werden wir das wieder mit Wasser durchspülen. Dazu zapfen wir ab. Entlasten unser Fass, schrauben das Fass auf, entleeren dieses Fass mit der restlichen Reinigungsflüssigkeit und geben nochmal frisches Wasser hinzu. Schrauben wir es wieder zu und spülen die Leitung mit Wasser. Dazu zapfen wir wieder an. Lassen den Druck im Fass wieder aufbauen und spülen die Reinigungsflüssigkeit aus dem Gerät
wieder raus. Auch beachten, hier vorne wieder den Saftkopf zu spülen. Ja, wir haben jetzt die Reinigung abgeschlossen und wir bieten für dich den Service an, das Ganze in der Brauerei abzugeben. Wir bieten die mechanische und chemische Reinigung an, überprüfen das Gerät, dass es hundertprozentig einsatzbereit ist, und dann steht dem hundertprozentigen Biergenuss nichts mehr im Wege. Läuft bei dir.